Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Christina Taden. Liebe Christina, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Liebe Sibel, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst. Ja, mein Name, wie du mich vorgestellt hast, Christina Taden. Ich bin ursprünglich Deutsche, Kölnerin und lebe aber seit einigen Jahren in der Schweiz. Und hier habe ich 2021 Taden, mein Label, gegründet, meine Marke. Und das fußt auf einem relativ bunten Lebenslauf. Ich komme aus der Kunst, dann bin ich viele Jahre im klassischen Management gelandet und habe dann gedacht, wie kann ich beides verbinden? In der Hauptsache aber zur Kreativität zurück. Ja. Und deine Brandtaten, das sind Taschen, richtig? Genau, das beginnt jetzt erstmal mit Handtaschen und auch mit Accessoires für die Handtaschen. Und soll aber für mich folgerichtig auch irgendwann erweitert werden, das Portfolio in Richtung Schuhe, andere Lederwaren, kleine Lederwaren, Gürtel, Stoffwaren, Interior und irgendwann auch Mode. Ich sage immer, die Kreativität, wenn der Kanal offen ist, das hört bei mir nicht irgendwo auf. Das ist nicht limitiert. Oh, da sind wir ja noch ganz gespannt. Vielleicht kannst du was zu deinen Taschen erzählen, weil die sind so, das sind eigentlich wunderschöne Skulpturen. Und ich habe jetzt zwei verschiedene Modelle gesehen in unterschiedlichen Ausführungen. Vielleicht kannst du erzählen, wie sie aussehen und wie du dazu gekommen bist. Also es sind sehr, sehr aufwendige Taschen. Erzähl uns doch mal. Mhm. Vielleicht darf ich bei dem Thema Inspiration anfangen, weil die Frage oft kommt, was inspiriert dich? Und dann muss ich immer sagen, eigentlich kann ja alles inspirieren. Also ich habe hier ein Glas Wasser und es geht ja darum, was geht mit mir in Resonanz? Und Resonanz ist für mich irgendwas, was ankert aus einer Erinnerung. Es kann ein Geruch sein, es kann ein Ton sein, es kann eben ein Gegenstand sein und der kann noch so absurd sein. Und im Fall der Signature Bag oder der Hero Bag von Taden gab es nicht die Initialzündung. Trotzdem war irgendwann das Design da und sicherlich ist das entstanden aus dem Bereich des Origamis. Finde ich ganz, ganz faszinierende Kunst. Und dann auch, ich habe immer erst Skulpturen im Kopf und dann überlege ich mir, wie kriege ich eine Skulptur an den Arm. Das lässt die Manufakteure oder die Produzenten auch recht leiden, weil sie sagen, du denkst wie eine Künstlerin und nicht wie eine Designerin. Das kann ich nicht ändern. Und im Endeffekt für The Whole mit W-H-O-L-E geschrieben, war es eben Origami, ganz sicher auch die japanische Philosophie des Ma. Und da in der Philosophie oder in dem zu dem Thema, es geht darum, es gibt ein Gegenstand und es gibt natürlich immer auch die Aura um einen Gegenstand herum und das erzählt auch eine Geschichte. Also spätestens wird es jeder kennen, wenn er sich so ein bisschen mit der Hauseinrichtung, Wohnungseinrichtung beschäftigt. Man stellt eine Vase hin und die steht genau an einem Platz, wo man sie haben will, mit Grund. Weil wenn sie weiter rechts stünde, würde sie in einen Raum eindringen, wo sie nicht hinpasst. Also um so ein bisschen das klar zu machen. Und ich habe früher viel Regie geführt. Und für mich war immer sehr wichtig, wie bewegen sich Schauspieler auf der Bühne und was löst das aus, wenn sie aus einer Ecke rauskommen, in eine andere Ecke reingehen, was für ein Echo bleibt in dem Raum, der frei wird oder was passiert im Gegenständlichen und im Vakuum. Und das kann ich sagen, sind so die Hintergründe für diese spezielle Tasche gewesen. Ja, wenn wir die jetzt mal so anschauen, vor Augen halten und versuchen, beziehungsweise wir sehen sie ja jetzt nicht, sie zu erklären. Also für mich sieht das aus wie, du kannst es besser sagen, eine Serviette, die man dann faltet, so einmal links, einmal rechts, also so wie so eine Ziehharmonika. Und dann ist die äußeren oder inneren zwei Spitzen sind dann unten zusammengeführt und oben ist ein Henkel drüber. Ich hoffe, ich kann das jetzt so erzählen, dass man im Podcast einigermaßen sich vorstellen kann. Und in der Mitte ist ein kleines Loch, auch wenn es Hole heißt mit W, also nicht Loch, sondern das Gesamte. Und im ersten Moment denkt man, da passt überhaupt nichts rein. Und das ist ein Riesenstatement, die Tasche. Wahnsinn. Das muss doch
total schwierig sein, so eine Tasche in Produktion zu bekommen. Kannst du uns da so ein bisschen drüber erzählen? Ja, das ist für mich eine lange Geschichte, die ich jetzt natürlich kurz mache, aber für mich ist es meine persönliche Heldenreise, denn dass die Tasche jetzt da ist, grenzt für mich an ein Wunder, grenzt, glaube ich, auch für die Produzenten an ein Wunder. Denn ich bin in der Hochzeit der Pandemie gestartet und es war klar, es muss Italien sein, als das Land der Lederverarbeitung. Und die besten Produzenten haben ihre Türen geöffnet, weil sie natürlich traurigerweise wenig zu tun hatten. Produzenten, die sonst die Türen nicht öffnen für ein Startup. Und ich habe sehr viel Feedback bekommen, was schön war, aber es war ganz oft sehr traurig, denn sie sagten, wir wissen nicht, wie wir es machen wollen. Oder wir können es nur machen, indem wir jede dieser Plissés Metall verstärken. Das wäre mal klar, dann wird die Tasche zu schwer. Es gibt eine ganz nette Anekdote, der Produzent, der die Hourglass von Balenciaga entwickelt hat, der sagte, das ist der Ferrari unter den Handtaschen, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll. Und ich kann mich schon als Getriebene bezeichnen oder vielleicht auch stoisch ist eine Eigenschaft. Das heißt, ich kann durchaus hinfallen und auch wirklich fertig sein mit den Nerven, aber irgendwas hebt mich dann immer wieder hoch. Und es war klar, es wird funktionieren. Und das Ganze hat aber lange gedauert, bis ich einen der wenigen Altmeister in der Toskana gefunden habe. Das ist Luigi, nunmehr 89. Eine ganz spezielle Person. Ein riesiges Ego, ein riesiges Wissen. Und ja, wir haben dann über Wochen und Monate an der Tasche gearbeitet. Viel diskutiert, er nur auf Italienisch, ich nur auf Deutsch. ja, das ist so. Und es gab noch viele Entwicklungsschritte. Also so eine Tasche ist, oder diese Tasche speziell, ist ganz was anderes in der Herstellung als so eine normale Flapbag oder wie eine klassische Standardform. Wie hast du Luigi gefunden oder wie bist du an diese, an diese Hersteller rangekommen? Ich meine, das eine ist, dass die wenig zu tun haben, aber das andere ist ja, man muss ja erstmal rausfinden, wer die sind, wo die sind, wer für wen produziert. Wie war da dein Ansatz? Ja, ganz genau. Und das ist auch eine der größten Herausforderungen. Dieses Netzwerk, es ist ja sozusagen das geheime Buch der Kontakte. Also die ganz, ganz, ganz am Anfang. Also als ich wirklich die ersten Ideen hatte, wusste ich nahezu von gar nichts und habe irgendwann durch Zufall, man googelt sich so rein, habe ich mal herausgefunden, dass es in Spanien zum Beispiel ein Ort gibt, ein Dorf, wo ganz viel produziert wird und in Italien, eben auch in der Toskana, eine Stadt neben Florenz. Das brachte einem aber immer noch nicht viel mehr, weil wenn man jetzt eingegeben hat, Produzent, Lederhandtaschen, das Ganze auf Italienisch, viele von den wichtigsten haben gar keine Website, die brauchen das gar nicht, die werden auch so, oder die haben ihre großen Marken, mit denen sie produzieren. Es war ein Stück weit Mund-zu-Mund-Propaganda. Dann habe ich viel LinkedIn genutzt. Ich muss sagen, LinkedIn finde ich hervorragend als Netzwerk. Ich habe einfach eingegeben, zum Beispiel Product Development Manager Italy, habe die Leute angeschrieben. Genau. Und dann, ich habe jetzt gedacht, du bist einfach mal hingefahren und hast geguckt, wo die Firmen sind und hast mal Türchen abgeklappert. Hattest du den Gedanken nicht auch? Doch, den hatte ich auch. Und ich kann sagen, ich habe es auch halb so gemacht. Aber es bringt nicht so viel, weil die machen die Türen nicht einfach so auf. Also das sind schon, die haben natürlich auch teilweise, also wenn jemand für Chanel produziert, kommt man da nicht einfach so rein. Und dann muss sich wirklich jemand Zeit nehmen und das Ganze muss besprochen werden. Zudem, was ganz spannend ist, in Italien, es gibt, und das macht Italien so einzigartig, es gibt wirklich Regionen in der Toskana, im Venetienraum, im neapolitanischen Raum, wo man zum Beispiel in Prato einen Stoffhersteller nach dem anderen findet. Und dann findet man in einer anderen Region, alles riecht nach Leder, dort sind die ganzen Gerbereien. Also das ist alles versammelt in einer Ecke. Das ist, also da gibt es hunderte von Gerbereien. Und da muss man natürlich noch die Nadel im Heuhaufen suchen und man fährt dann 20, 30, ich weiß nicht wie viele ich besucht habe. Ich war auf Messen. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Besuch auf der
Linea Pelle in Mailand. Ich stand da und wusste einfach gar nichts und habe dann mir das Leder angeguckt und dachte, naja, was soll mir das jetzt sagen? Was ist gutes Leder, was ist schlechtes Leder? Und wenn ich so zurückschaue, wo ich vor 2 Jahren war und jetzt ist das, sage ich immer, so ein kleines Studium, was dazwischen liegt und ein Aufbau eines wirklich sehr, sehr guten Netzwerks, ja. Das ist toll. Du warst quasi so wie ich auch damals bei dir selber im Praktikum und hast es hier einfach aufgearbeitet. Und das finde ich so bewundernswert, weil im Prinzip ist es manchmal auch gar nicht schlecht, wenn man nicht genau weiß und einfach fragt. Weil manchmal denke ich, wenn man aus der Branche ist, dann traut man sich das vielleicht gar nicht zu oder denkt dann, oh, das ist sowieso schwierig. Und wenn man da so unvoreingenommen hingeht, dann klar, fällt man vielleicht auch manchmal hin, aber man traut sich einfach, weil man nicht weiß, was der richtige Weg ist. Man geht einfach seinen Weg und das finde ich so klasse. Und sag mal, war das nicht auch so, also wurdest du ernst genommen? Wurdest du gleich ernst genommen? Haben die gleich schon anhand dieser Skulptur gesehen, wow, die Frau hat Anspruch, die hat was Großes vor? Oder musstest du dich viel erklären oder haben dich auch manche belächelt? Wie war da deine Experience? Also ich, ja, da kann ich ganz offen sagen, dass ich nicht erlebt habe, nicht ernst genommen zu werden. Das liegt einerseits, lag das sicherlich an den Designs und dann, ich habe da unten, das, wie das klingt, ich habe in Italien, geografisch, wenn man bei uns auf die Weltkarte guckt, ist das eigentlich Italien da unten, genau, ich habe einen Ruf dort, die pedantische Deutsche. Und habe das ein oder andere Mal gehört, du bist so organisiert. Das ist, glaube ich, einerseits dieses Künstlerische, aber dann eben doch der Hintergrund als in der Geschäftsführung und so weiter, dass ich das von Anfang an sehr, sehr klar aufgegleist habe, dass der Businessplan sehr früh stand und die Finanzen und so weiter. Und das haben die gemerkt. Dann auch die technische Aufbereitung der Designs. Also das heißt, es gab von Anfang an richtige Tech-Packs mit allen Maßen, mit 3D-Ansichten und so weiter. Ich glaube, ich konnte einigermaßen selbstbewusst auftreten. Da kommt mir natürlich dann der Hintergrund im Schauspiel zugute. Also da ganz sicher sah es dann auch innen drin anders aus, weil ich die ganze Zeit außerhalb der Komfortzone unterwegs war. Das macht es auch anstrengend. Ne? Dann alles, was man vorher gemacht hat, das war etwas, was konnte man einschätzen. Und dann ist man eigentlich permanent in einem Bereich, wo man nur lernen muss und trotzdem kompetent wirken muss. Und ja. Aber deine Vorbereitung und auch diese Tech-Pads und diese technische genaue Vorbereitung, das musstest du dir ja auch aneignen. Hast du da Unterstützung gehabt? Wer hat dir da geholfen? Oder wie bist du drauf gekommen, wie du dich perfekt vorbereiten musst? Also die Tech-Packs, das sind im Endeffekt Dokumente, die können zum Beispiel mit InDesign erstellt werden. Und da habe ich mir jemanden gesucht, der dieses Programm beherrscht. Weil das beherrsche ich bis heute nur InDesign oder gibt noch, ich weiß gerade nicht, ob ich es mit dem anderen Creative Cloud Programm verwechsle, aber es gibt eben diverse Programme, die genutzt werden können. Das ist ja auch bei Mode so. Und zu sagen, ich habe die Zeichnung angelegt und habe das versucht auch in einer, wie sagt man, räumlich zu zeichnen. Und dann geht es aber darum, dass es wirklich jemand ins Format bringt mit Maßangaben und danach fragen die Produzenten eben. Oder sie sagen auch, also ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß zum Beispiel von einem sehr berühmten Designer in den USA, der sagt seinem Team, was er will. Und das Team versucht dann, seine Worte in Designs zu bringen. Also da sind alle unterschiedlich. Aber ich habe natürlich von Anfang an versucht zu zeigen, ne, da sind wir bei dem Thema ernst genommen werden, hey, ich trete hier auf und habe was bei mir. So. Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de/mentoring. Ja klar, das ist trotzdem, also man muss ja wissen, was man zeigen sollte, damit das auch so ist, dass die
Leute dann vor Ort damit arbeiten können. Das finde ich auch bewundernswert. Das musst du ja erstmal rausfinden, weil du bist ja Quereinsteigerin. Du hast ja einen ganz anderen Hintergrund, künstlerisch ja, unternehmerisch ja. Aber ich finde, ein ganz konkretes Produkt, da musstest du dich ja richtig reinarbeiten. Also das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ja, das stimmt. Und dann kommt eben hinzu, dass es nicht nur ist, ich wollte eben Handtaschen machen, sondern dass hinzukam, dass diese Tasche eben so speziell war. Und es wirklich ja Momente gab, wo ich schwer ins Zweifeln gekommen bin. Und aber ich erinnere mich wie heute an den Moment, als ich die erste Tasche in Salpa gesehen habe. Salpa ist eben dieser Lederfaserstoff, womit der erste Prototyp meist gemacht wird. Kann die Gefühle gar nicht beschreiben, denn ja, es war einfach Geburtstag und Weihnachten zusammen quasi. Und die Tasche macht jetzt noch dieser 89-jährige Herr von Handarbeit, verstehe ich das richtig? Der hat eben eine Manufaktur, eine sehr altehrwürdige Manufaktur, sehr beeindruckend auch, was man sieht. Er hat für so Haya-Taschen gemacht und so, also wirklich zu dieser Zeit für die Königinnen und so. Aber er wird jetzt eben immer älter und er ist einer von diesen Altmeistern, die das Handwerk nicht weitergegeben haben. Das heißt, man weiß nicht, wie lange dieser Produzent noch aktiv sein wird. Und daher muss man gucken, dass man jemand anderen parallel aufbaut. Mhm. Aufbaut im Sinne von, dass der andere Produzent schon Prototypen gemacht hat und die Patterns hat, also die quasi die Lederschnittvorgaben und so weiter. Mhm. Ja. Und ja. Das ist auch eher deine Aufgabe, wahrscheinlich, wenn er sich nicht drum gekümmert hat, oder? Ja, also das Schöne ist, die sind, also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich habe immer gesagt, I don't want to burn bridges. Also ich möchte mich nicht, wenn ich zu jemand anderem gehe, soll das transparent sein. Und Luigis Manufaktur unterstützt mich in der Übergabe an den neuen Produzenten, was nicht selbstverständlich ist. Bin ich sehr dankbar. Und ja, ich habe über die 2 Jahre, ich bin weit davon entfernt, eine Handtasche in der Tiefe selber machen zu können, aber ich weiß natürlich, worauf zu achten ist. Also es gibt so Kleinigkeiten, die Tasche muss an der Seite handgenäht werden. Es gibt dafür keine Maschine, die in die spitzen Ecken kommt. Und dann dadurch, dass es ein anderes Garn ist und auch anders genäht wird, gibt es dann manchmal Haare, so wie sagt man, ne, dass das, und dann muss man entweder ein Wachsgarn nehmen oder das Garn nachher noch wachsen. Und diese kleinen Details ist dann Input eben von mir. Und dann sagen sie immer, ach, die Deutsche. aber wenn wir schon bei dem Niveau an Arbeit sind, dann muss es ja auch Perfektion sein. Ich meine, die Taschen liegen ja auch preislich im 4-stelligen Bereich. Insofern muss das ja dann auch perfekt umgesetzt werden. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden da an einer Tasche gearbeitet wird, aber wenn die dann nicht 100% ist und Ausschuss wird, das ist ja ein Drama. Das stimmt, das ist ein Drama. Und es gibt 2 Aspekte. Einerseits, also die Tasche ist in der Produktion aufgrund der Handnähung schon recht teuer, weil es auch nicht so viele gibt, die das so gut beherrschen. Und das andere ist, es ist aber auch ein handgenähtes Produkt. Das heißt, man sieht, dass es handgenäht ist. Und das finde ich auch sehr wichtig, im Gegensatz zu ohne Frage wunderschöne industrielle Produkte von großen, namhaften Luxusmarken, ist eben eine Tarden, also speziell die Holeback, etwas, wo man sieht, da waren Hände dran, die genäht haben. Und sag mal, wo wird es deine Tasche geben? Für welche Vertriebswege hast du dich entschieden? Wir sind ja jetzt ganz am Anfang und ich bin ganz froh, wir haben jetzt ein ganz tolles Luxushotel in der Nähe von Cannes gewinnen können und sind jetzt gerade in London auch in Gesprächen. Durch den Preis oder durch das Preisniveau braucht diese Marke ganz sicher länger, dass sich Wholesaler oder Retailer mutig zeigen, die Tasche aufzunehmen. Es gibt ganz tolle Erfolgsgeschichten wie Wandler. Das ist so eine. Das sind Taschen, ich glaube, bis zu 900 Euro. Das ist ein Preisniveau. Das macht es einfacher zu sagen, wir nehmen diese Marke auf.
Die größte Tasche kostet 3.250. Das heißt, das ist ein Preisniveau. Da möchte ich gar nicht, aber das ist eben in Konkurrenz zu den etablierten Luxusmarken, die Heritage haben, was ich nicht habe. Und Sichtbarkeit, sehr, sehr viel Sichtbarkeit. Das heißt, ich muss viel mehr Vorlauf einplanen. Sehr gute Pressearbeit. Genau. Und produzierst du vor oder produzierst du dann je nach Order oder hast du da schon einen Plan, wie du das machst? Also erst, es gibt zwei Aspekte im Sinne der Nachhaltigkeit und auch im Sinne des Zeitaufwandes der Handtasche werden wir aller Voraussicht nach ohne großen Stock, ohne großes Lager arbeiten. Man weiß nicht, wie sich das in Zukunft ergibt, aber im Idealfall kann ich auf Bestellung arbeiten, was den Retail angeht. Und wenn jemand direkt über die Website die Tasche kauft, muss er 2 bis 3 Monate warten. Also es gibt immer ein paar Taschen, die dann noch im Lager übrig sind. Aber man muss sehen. Also es gibt auch andere Designs noch, die sind gerade in der Entwicklung oder kurz vorm Launch. Da sieht es dann anders aus, aber gerade mit der Rollback wird es ein bisschen dauern. Und hast du auch irgendwie im Sinn, irgendwann mal einen Flagship-Store zu eröffnen, wenn du ein paar mehr Produkte im Portfolio hast? Es wäre ein Traum. Du fährst ja jetzt in die Traumstadt New York, fliegst ja jetzt dorthin und sowas wäre natürlich ein Traum. Es gibt eine Designerin, die ich sehr gerne beobachte, das ist Gabriella Hearst. Die ist vor einigen Jahren ja auf den Markt gekommen mit ihrer eigenen Marke. Und jetzt war ich just in London und habe ihren wunderschönen Store dort gesehen. Ich glaube, Norman Foster, ich weiß gar nicht, ob er London oder New York mit gestaltet hat. Das ist ein Traum, aber das ist sehr investitionsintensiv. Das ist für die nächsten Jahre von daher nicht geplant. Und dann muss man immer noch sehen, jetzt haben wir über die Pandemie, hat sich gezeigt, dass das wirklich einer Marke auch großen Schaden zufügen kann. Da gibt es einige Beispiele, die aufgrund ihrer vielen Geschäfte leider dann insolvent gegangen sind. Pop-up-Stores sind ganz sicher geplant. Kommen wir nochmal auf dich zurück. Was war denn jetzt im Laufe der Markenbildung oder des Aufbaus von Taden für dich wirklich die allergrößte Herausforderung und wie bist du damit umgegangen? Vielleicht auch eine, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast. Eine sehr gute Frage. Es gibt mehrere Sachen. Also womit ich nicht gerechnet habe, ist, wie sagte das schon Anja Hindmarch, wenn ich sie richtig ausspreche, die macht ganz schöne, ist eine UK-Marke für Lederwaren, wie viel Management es ist und wie wenig Kreativität es ist. Also es ist, ich möchte gerne erzählen, dass ich ganz kreativ in meinem Atelier sitze, aber ich sitze einfach 90% vorm Laptop und versuche Dinge zu regeln. Und auf ein gewisses unternehmerisches Rodeo hatte ich mich eingestellt, aber es ist doch ein sehr großes Auf und Ab. Und da freue ich mich auch so, dass es jetzt immer mehr wird, mich mit anderen Designerinnen, Designern zu vernetzen und auszutauschen, um eben nicht immer nur die strahlenden, die schönen Glanzgeschichten zu erzählen, sondern auch zu sagen, Mensch, gestern noch dachte ich, es funktioniert gar nicht und es geht nichts und überhaupt, wie soll das jemals funktionieren? Und das wird mit der Zeit besser und man kriegt sozusagen die Seele so ein bisschen Hornhaut, aber das ist schon stramm. Ja, das hast du schön gesagt. Ja, das ist so, man unterschätzt so die Relation Business und Kreativität durchaus. Wobei ja jedem klar ist, dass es auch Business ist. Aber und wenn du zu viel Business machst, dann, also mir geht es zumindest so, dann bleibt die Kreativität auch auf der Strecke, weil man so mit Business beschäftigt ist. Ja, ganz genau, ganz genau. Und ich versuche, das ist ein Prozess im Moment, aber ich versuche wirklich, mir bewusst Zeiten freizuschaufeln und da werden keine E-Mails angeschaut, weil ich merke, ganz oft kommt die Inspiration zu mir, wenn ich in Ruhe und in Stille bin, wenn ich irgendwo stehe, aus dem Fenster gucke, wenn ich spazieren gehe, was sehr hilfreich ist. Aber diese Ruhe, dieses Rauschen oder dieses stille Rauschen muss erstmal geschaffen werden, damit die Inspiration sagt, hier möchte ich gerne hin.
Kommen wir zu den Erfolgserlebnissen. Was war denn für dich so einer der schönsten Erfolgsmomente soweit? Ja, also ganz sicher der Moment, immer wieder, wenn ich verschiedene Varianten der Taschen gesehen habe. Der erste Prototyp, dann die erste Ledervariante, die ersten Musterstücke. Das sind ganz großartige Momente und das ist das, was man kennt. Dinge machen Freude, wenn man hart für sie gearbeitet hat. Dann war immer die Frage, also ich darf sagen, dass in Italien mir prophezeit wurde, dass von denen, die ihr Leben lang schon Handtaschen machen, das ist einzigartig, das Design, und das wird toll ankommen. Aber dann zu schauen, wie reagiert denn wirklich der Markt? Und jetzt ist es ganz frisch, dass ich eben mit ganz wunderbaren PR-Agenturen arbeiten darf in Großbritannien und in der Dachregion. Und das Feedback ist sehr schön. Was mich sicherlich mal ganz sprachlos gemacht hat, ich bin letztes Jahr zur Pariser Fashion Week gereist und habe meine Tasche mit mir genommen und mir war nicht klar, dass sie gesehen wird und dass ich durchaus angesprochen werde. Und die Menschen wissen in dem Moment ja nicht, dass ich die Designerin bin. Und das war sehr besonders. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und die Tasche ist auch besonders. Wer jetzt noch keine Vorstellung hat, wie sie aussieht, sollte unbedingt mal auf deine Webseite gehen und dann mal gucken. Kommen wir zur Abschlussfrage. Die Abschlussfrage ist, kannst du soweit unseren Hörerinnen und Hörern einen Tipp mit auf den Weg geben, die jetzt auch gerade in so einer Situation sind wie du oder gerade gründen, vielleicht erst anfangen? Hast du einen Tipp? Ja, also als allererstes ganz, ganz nett und geduldig mit sich selbst sein. Gut für sich sorgen, damit der Marathon gelaufen werden kann. Weil am Anfang bin ich gesprintet und dann habe ich gemerkt, so geht's nicht. Das ist die eigene Marke. Ich arbeite 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Das hat einfach Grenzen. Dann ganz sicher versuchen, ein Netzwerk aufzubauen und auch nicht nur für die beruflichen Dinge und alles, was damit einhergeht, sondern auch ein emotionales Netzwerk. Also sich austauschen auf einer Ebene, die erlaubt, nicht irgendwas behaupten zu müssen. Ja. Vielen Dank, das hast du wunderschön gesagt. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Christina. Es hat super Spaß gemacht, dir zuzuhören und vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.